Maggi. Marek, guck mal, was ich habe. Ach nein. Ich habe mir den neuen Purito Sonnenschutz, den Daily Go To Sunscreen Broad Spectrum SPF 50 Plus, PA mit 4 Plusen, sofort bestellt, als er online war. Und ich glaube, da müssen wir einmal drüber sprechen, denn haha, das ist ja so der Nachfolger vom Infamous hier alten, warte, der hieß Cantella Green Level Unscented Sun, ne? Also mit gleichen Werten. Und hattest du damals mitbekommen, Purito Gate, oder? Genau, natürlich. Der Sonnenschutz, der war ja jetzt lang ersehnt quasi. Schön, dass der endlich angekommen ist. Das war ja damals noch mit dem Centella Asiatica, dass der, also geclaimed war ja, dass der ein SPF von über 60 hat. Und dann hatte von Inky Decoder, die hatte den in vitro geschickt. Es hatte sich vorher schon die Leute, ne, war unlogisch, warum der eigentlich so einen hohen SPF hat. Der hatte nur so eine geringe Menge an UV-Filtern. Die hatte den erst in vitro im Labor testen lassen und dann nachher auch nochmal an Menschen selber. Und da kam beides mal ein SPF von unter 20 raus. Das ist natürlich ein krasser Unterschied ist zu dem gelabelten. Und so ging die ganze Kontroverse dann ja erst überhaupt los, dass der angegriffen wurde, der Sonnenschutz. Ja, alle, die den Sonnenschutz damals gekauft hatten, haben ja ihr Geld zurückbekommen, zumindest innerhalb des letzten halben Jahres oder so, nicht wahr? Also es war schon eine Riesenaktion und trotzdem hat die Firma gesagt, okay, wir legen den nochmal neu auf bei derselben großartigen Performance, denn seine Stärke ist ja diese super leichte Textur, der man eben dieses weder das Speckige noch das super Matte von Sonnenschutz oder halt so kein Whitecast, also wirklich... kein Wunder, dass es so super populär war und jetzt war natürlich die große Frage, schaffen die das denn nochmal und dann aber wirklich mit zuverlässigem Sonnenschutz? Ich meine, positiv ist natürlich, wenn du einmal auf die Nase geflogen bist mit sowas, da guckst du dreimal hin. Die haben das jetzt zweimal testen lassen, ne? Genau, extra haben sie vorher schon angekündigt, ne? Wenn wir den nächsten entwickeln, dann lassen wir den definitiv mindestens zweimal testen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Ja, ich habe zum Beispiel auch das Video von Shania gesehen, die hat das auseinandergepflückt. Das ist ja einmal den Wert aus Korea, unabhängig getestet, knapp über 50 oder nein, 58 oder so, ne? 57, 58. 58, das ja. Würde ja nicht reichen, um SPF 50 Plus zu machen, ne? Das muss ja mindestens 60 sein. Genau, für SPF 50 Plus musst du in vivo mindestens SPF 60 gemessen haben, um das claimen zu dürfen. Ja, zum Glück haben sie es dann nochmal in den USA testen lassen. Da kam der Wert ja über 70 heraus, sodass die goldene Mitte davon ausgereicht hat, um das Plus dran zu setzen. Als ich das gesehen habe im Online-Shop, habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so groß durchgelesen, was da stand, weil für mich war klar, auch wenn er ganz katastrophal ist, ich will den Vergleich haben, weil ich natürlich den hier schon vorher hatte. Ich mochte den. Mag andere lieber, aber es ist halt so ein Kult drumherum. Und während er zu mir auf dem Weg war, hat aber Purito auch veröffentlicht, wie hoch der UVA-PF ist. Also wahrscheinlich stand der irgendwo anders, aber ich habe es nicht gesehen. Und der fällt ja eher so moderat aus. Mich enttäuscht das ein bisschen. Ich habe bei einem SPF von 50 plus, erwarte ich eigentlich schon so einen, ja, ein UVA-Wert von Ende 20 fände ich ganz schön, um da ausgeglichen unterwegs zu sein. Ja, deren veröffentlichter Wert liegt, glaube ich, so bei 17, irgendetwas. Das reicht ja gerade mal, um die 4 Plusse zu bekommen. Die zeigen ja eigentlich nur ein UVA-PF von mindestens 16. Und das ist echt mager. Das ist ja wirklich bei einem SPF 50 ja ein Drittel und nicht mehr. Da sind wir mit unserem UVA-Siegel in Europa ja irgendwie ein bisschen besser bedient. Bei einem SPF 50 Plus hätte es 20 sein müssen, ne? Ganz schön mager. Genau, also hier in Deutschland oder generell in Europa hätte der halt kein UVA-Siegel abbekommen. Und den ein Drittel sollte man dann schon erreichen. Aber wenn man so ein bisschen auf die UV-Filter schaut, dann wundert es einen nicht wirklich, oder? Nee, das stimmt. Und hier, ey, ich habe mir so gedacht, wenn ich heute mit Marek über Purito spreche, werde ich meine Bachelor of Skincare Science Prüfung ablegen. Denn, oh mein Gott, ich hätte vor einem Jahr das Ding ganz anders gelesen. Aber hier ist mir nämlich was aufgefallen. Ich möchte wissen, ob ich richtig damit liege, dass, lass mich das kurz von der alten, weil hier steht nichts auf der Verpackung, voll blöd, dass es das Butyloktylsalicylate ist, dem wir den hohen SPF verdanken. Und das ist ja kein offizieller UV-Filter, sondern ein Booster, wie wir das in unserem Sonnenschutzmonat ja schon mal besprochen haben. Etwas, was den UVB-Wert pusht, ohne offiziell UVA-Filter, UVB-Filter zu sein. Und darum haben wir so einen hohen SPF, aber einen eher mageren UVA-PF. Liege ich richtig? Genau. Also es ist tatsächlich so, wenn man sich die UV-Filter anguckt und man würde das Butyloktylsalicylat rauslassen, dann wäre das nächste, was kommt, dieser UV-Filter BMT, den kann man ganz gut so abkürzen, wenn man sich die Inky anguckt.
Und der kann auch schon ein bisschen UVA. Und der Filter, der danach kommt, das EHT, das ist auch wieder nur ein UVB-Filter. Und der letzte Filter, der dann kommt, ist zwar ein UVA-Filter, aber der ist schon wieder das DHHB. Aber der ist halt dann schon wieder zum Ende der Liste. Und wenn man sich dann natürlich überlegt, wir haben ganz am Anfang das Butyl-Octyl-Salicylat, was halt eben wie ein UVB-Filter funktioniert, dann wundert es auch nicht, dass die Stärke eher so beim UVB liegt als beim UVA. Ja, super schade, weil das DHHB, das ist etwas, worauf ich, seitdem wir uns so intensiv unterhalten haben, auch als allererstes achte in einem Sonnenschutzfilter. Wenn nicht, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, der andere pulverisierte, der andere Pigment, der chemische Pigment, UVA-Filter, wie heißt der? Meinst du das Avobenzon? Nee, ich meinte Tinosorb M. Tinosorb M, ja, genau. Genau, der und DHHB gucke ich immer wegen UVA. Und der war ja in der alten Cantella-Version als erster Haupt-UV-Filter, wobei da auch schon das Butyl-Octyl-Salicylate für den hohen Wert sorgte. Ist dieser Booster so eine vielleicht unberechenbare Variable in Sonnenschutzprodukten und könnte das der Grund sein, warum das noch offiziell kein UV-Filter ist? Es ist ein bisschen schwierig, weil die Frage ist natürlich, wie viel hauen Sie da rein? Sie können davon so ein bisschen, dadurch, dass es kein UV-Filter ist, ist ja nicht so streng reguliert und Sie können davon deutlich mehr reinhauen in die Produkte als mit den UV-Filtern. Und der ist ziemlich ähnlich zum Ethylhexylsalicylate. Kann man ganz gut an diesem Salicylatrest am Ende abgucken. Und das ist ja auch ein UVB-Filter. Den darfst du halt nicht so hoch einsetzen. Und den Butyl-Octyl-Salicylat, wie ein Öl kannst du den eigentlich einsetzen. Und wenn du davon massig drin hast, deswegen das, was du sagtest, diese Unberechenbarkeit, die kommt so ein bisschen daher, dass du es halt so hoch einsetzen kannst. Weil Ethylhexylsalicylate, ist das noch so ein Oldschool-Filter? Ja. Hat man da Stabilitätsprobleme, dass der immer stabilisiert werden muss von anderen UV-Filtern? Nee, also stabilisiert werden muss er nicht, der ist an sich selber stabil, aber er gehört eher so zu den Oldschool-Filtern, die jetzt aber auch nicht so angegriffen werden. Also der läuft einfach so durch, der ist nebenbei immer noch da, aber für viele sagen natürlich dann auch, okay, Butyl-Octyl-Salicylat, der fällt nicht so auf als UV-Filter. Den können wir da reinklatschen. Das ist spannend, dass du auch gerade gesagt hast, dass er sich wie ein Öl verhält, weil der ist zum Beispiel höher dosiert, hier gleich an zweiter Stelle, wenn ich mich nicht irre. Ja, und die Textur ist zwar auch weiterhin super schön leicht und wässrig und zieht ein kein weißer Schleier, aber wenn das Ding getrocknet ist, glänzt man wie Speck. Ich glaube, das hat auch Shenya in ihrer Review, habe ich woanders auch gelesen. Ich muss sagen, mir ist das gar nicht so direkt aufgefallen, weil das ist ja etwas, was ich liebe. Daher fällt es mir nicht negativ auf. Und heute habe ich extra nochmal darauf geachtet, oh yeah, man glowt a lot. Liegt das womöglich an dieser höheren Dosierung? Wahrscheinlich hängt das damit zusammen und dem Fakt, dass hier, jetzt haben wir ja auch mehr als nur zwei offizielle UV-Filter in dem Produkt. In dem Centella waren es ja nur zwei, hier sind es ja jetzt dann schon drei. Vier, drei. Es sind vier offizielle und der Booster. Vier offizielle. Genau, und du musst natürlich, weil die ja pulverförmig sind, musst du die gelöst kriegen. Und wenn du mehr Filter hast, musst du mehr Öl einsetzen, um die gelöst zu kriegen. Das heißt, es wird die Kombi sein aus mehr von dem Butyl-Octyl-Salicylat wahrscheinlich und mehr Öle, die noch eingesetzt werden. Und dann bleibst du natürlich am Ende ein bisschen glowiger unterwegs. Nun ist da ja der vierte, den du erwähnt hast, Titandioxid. Und ich dachte, boah, Mensch, als ich das bestellt habe und mich noch nicht damit so auseinandergesetzt habe, dachte ich, boah, das ist ja vielleicht doch wieder etwas für Marek. Er liebt ja die Hybrid-Sonnenschutzprodukte, wo chemische und mineralische Filter drin sind, weil die dann ja auch vor sichtbarem Licht schützen. Ne? Das ist eigentlich für dich positiv, oder? Genau. Also ich muss auch insgesamt sagen, dass ich finde, der neue Sonnenschutz ist eine Verbesserung zu dem alten in vielerlei Hinsicht. Und gerade das Titandioxid freut mich natürlich sehr, dass man auch so ein bisschen Schutz gegen sichtbaren Licht dazu hat. Das hilft immer super, das ist wie so ein Antioxidantien-Boost, weil das sichtbare Licht ja Antioxidantien, also freie Radikale, auslöst. Und so sehe ich das dann quasi immer als extra Antioxidantien-Booster im Tag. Was mir eben leider bedauerlicherweise auch gefallen ist, ist, dass das Niacinamid weg ist. Das war in der alten Formulierung, war das sehr hoch, in der neuen ist es gar nicht mehr enthalten. Wiederum sind die ganzen Cantella-Sachen auch wieder drin. Das ist natürlich positiv. Und für Leute wie mich, die tatsächlich den Sonnenschutz statt einem Moisturizer verwenden, ist durchaus nützlich dann. Ne? Und da finde ich, ist das Niacinamid, hätten sie drin lassen können, gäbe es da irgendwie einen Grund, warum sie das weggelassen haben? Geld?
Also ich könnte mir tatsächlich so ein bisschen das Geld vorstellen, dadurch, dass sie jetzt mehr Filter drin haben, um auch tatsächlich einen höheren SPF zu erreichen, haben sie mehr UV-Filter. Natürlich, das kostet mehr Geld. Sie haben mehr Öle, um die lösen zu müssen. Das heißt, weniger Wasser im Produkt und Wasser ist ja immer das Günstigste. Und dann noch Niacinamid reinzupacken, kann entweder an dem Geld liegen oder weil es dann auch schwieriger zu stabilisieren ist. Also wenn du viel Öle und sowas hast und dann noch einen Wirkstoff wie Niacinamid, kann dir das eher mal in die Grütze sehen. Also ich denke mal, es wird so eine Kombi aus beiden gewesen sein. Ja, super spannend. Aber ich vermute, fällt das Produkt jetzt für dich flach wegen einerseits dem öligen Finish, wegen dem echt mageren UVA-Schutz? Ich glaube, weil dann müsstest du ja wahrscheinlich wirklich die offiziellen 2 Milligramm pro Quadratmeter nehmen und dann hast du so einen hohen UVB-Schutz. Ich weiß, dass du da eher sparsam sein möchtest, nur den ich an diesem Tag brauche. Und darum ist das ja nicht unbedingt Mareks Ding. Ich muss dir sagen, ich habe den ja auch bestellt, einerseits für uns, dass wir da zu quatschen haben. Und weil mein Mann den alten wirklich mochte und das war dann wenigstens ein Produkt, das er dann auch tatsächlich verwendet hat. Und daher dachte ich, selbst wenn er mir nicht gefällt, wovon ich tatsächlich zugegeben ausging, wäre das was für meinen Mann. Aber jetzt ist umgekehrt, jetzt mag ich den, der wird den nicht benutzen. Bei diesem Glanz. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal so ein bisschen dran. Also ob ich den nachbestelle, muss ich nochmal gucken, weil er ist genauso schön speckig wie den Nivea, den ich so mag. Der Nivea ist aber ja, der Q10 ist ja parfümiert, der hier nicht. Ja, es ist ein hoher UVB-Filter, aber ich benutze diese Art von Sonnenschutz einfach als Primer für mein Make-up. Ich habe heute auch gesehen, habe extra zu der schönen mattierenden Foundation gegriffen, weil ich wusste, mit dem SPF da drunter ist das kein Problem. Und tatsächlich, wobei, ich habe noch gar nicht so genau Detail. Nee, sieht spitz aus. Ich bin so happy. Überraschenderweise, ne? Also, für dich nichts. Ich schicke dir nichts. Aber ich bin tatsächlich, also eigentlich ganz happy, ne? Also, bis auf den UVA. Aber also ich kann es mir gut vorstellen. Gerade die Nachteile, die du eben genannt hast, das sind genau die, warum ich den halt nicht haben möchte. Aber du hast auch genug andere Produkte ja an Make-up dann bei dir im Schrank stehen, die du kombinieren kannst, um quasi, wenn dir das mal zu viel ist, das noch auszugleichen. Das habe ich bei mir nicht so sehr rumstehen, deswegen bin ich da mal ganz happy, wenn der Sonnenschutz an sich schon so gut performt, dass da nicht mehr viel anderes. Also für den Sommer wäre es mir dann tatsächlich zu wenig Anti-Aging, sage ich mal. Aber jetzt gerade im Winter, wo die Haut trockener wird, bin ich dabei. Ich bin so happy, dass du mir jetzt sozusagen jetzt meinen Bachelor zugesprochen hast. Jetzt habe ich die Sonnenschutzakademie im Dirty Beauty Talk. You did bestanden. It. Herzlichen Glückwunsch. Ein neues Level. Das heißt, nächsten Sonntag sprechen wir uns mit Bachelor of Skincare Science an. Das machen wir. Alles klar. Okay. Vielen Dank, Marek. Ciao. Gerne, ciao.